Servus! Pixelheld wieder am Start. Ja, das letzte Mal habe ich euch ja gesagt, dass ich nochmal ein bisschen meine Energy-Tanks aufwerten werde, also beziehungsweise ein bisschen füllen möchte. Das habe ich getan und habe das hier bei diesen kleinen Insekten gemacht, die hier oben sind. Ne? Die kleinen Käfer, die da rauskommen. Oh, sind die putzig! Jedenfalls habe ich Offcam noch mal ein bisschen gezockt gegen Sigma und seinen Hund. Ja, um weitere Fails meinerseits zu vermeiden. Und ja, ich hoffe mal, dass ich das diesmal besser schaffen werde. Den Text brauche ich euch nicht mehr vorzulesen. Das habe ich in der Folge vorher schon gemacht. Wieso nicht so interessant? Wie immer er sagt, ja, ich bin der beste Mega Man. Du schlaffe Nudel. Ja, da werde ich schon getroffen. Fantastisch. Ich merke gerade, der Sound auf meinen Ohren ist ein bisschen leise. Aber das passt so. Ich brauche jetzt auch irgendwie keinen Gehörsturz beim Spielen. Hui. Ah, ich bringe ihm in die Arme. Ja, bitte. Bitte. Ich weiß halt auch nicht, warum ich diese Angewohnheit mittlerweile entwickelt habe, bei Mega Man die Schüsse nicht aufzuladen. Jedoch sollten wir das bei Sigma tun. Nur, das ist halt immer so eine tolle Tastenkombination, beziehungsweise springen, Dash und aufladen. Na komm, Digga, wo mit dir? Zack. Und nochmal. Ins Gesicht. Mein Freund. So. Ja. Ah! Das war knapp. Ja. Ich trau mich gerade nicht, den Schuss aufzuladen. Ich weiß nicht, ich habe Angst. Dass ich jetzt irgendwie wieder total faile, ja. Und der mir hier wieder einen kompletten Energy Tank flöten geht. Weil, kurze Erklärung, im Hintergrund seht ihr schon, blinkt so ein bisschen was. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, oder ja, ich sag's mal so, mit dem Freund geht's dann gleich nochmal weiter, in einer anderen Form. Wie es bei vielen Japano-Spielen so der Fall ist. Also, jetzt auch in Mega Man. Ja, hat da nochmal eine zweite Form, die ein bisschen schwieriger ist. Ich würde nur nicht unbedingt sagen schwieriger, aber der tangiert uns doch dann ganz schön von allen Seiten. Ja, muss sagen, es geht halt relativ gut. Nein! Oh, gerade Saris, ne? Ja. So viel zum Thema den Lorbeeren aussuchen, die ich gerade geändert habe. Ja. So. Bei der zweiten Form bin ich mir nicht mehr sicher. Also da weiß ich nicht mehr genau, ob das jetzt mit der Waffe so hinhaut. Also ich habe es in der Session vorher probiert, da ging es gut. Aber der zieht mir doch echt gut was ab und ich glaube, sicherheitshalber, werde ich trotzdem mal einen Energy Tank opfern, weil da bin ich doch lieber auf der sicheren Seite. Nein, ich muss da hoch. Nein. Okay, hier, komm. Ja, das ist Sigmas finale Form. So ein, was ist denn das? Löwenkopf oder so. Oder ein Wolfskopf. Ja, und wir müssen halt immer auf diese Hände drauf springen, die Blitze abfeuern nach oben und nach unten. Und er selber feuert auch noch aus seinem Mund, den er da hat. Aus dieser Öffnung. Da kommen so kleine Energiekugeln raus und Feuer. Ich würde es euch gerne irgendwie zeigen, aber Gott macht das nicht. Was ich gut finde. Was ich echt gut finde. Jetzt. Ja, da können wir einfach durchdashen. Müssen halt nur im Timing sein, damit der uns nicht trifft. Ja, ich muss sagen, ich komme halt echt gut durch. Also, aber ich sag lieber nichts Falsches. Das ist mir schon des Öfteren passiert. Deswegen, ja. Immer schön locker bleiben. Kein Stress. Ich glaube, das ist hier das, was mir das Ganze noch ein bisschen verhunzen würde am Ende.
Ah, okay. Was macht er den wieder? Also es ist... Wow! Ja, mitten rein! Komm, gib mir deine Hand wieder. Dankeschön. Hast du fein. Ja, jetzt. Also bei diesem Bosskampf muss man... Was? Das war doch... Wenn man nicht pixelgenau schießt, ne? Macht er den? Ah, okay, jetzt macht er sein Feuer wieder. Komm, bitte, lass. Okay. Sehr, sehr knappe Kiste gerade. Okay, komm. Hallo. Oh. Dankeschön. Und das war's. Sigma lässt den Kopf fallen. Haben ihn gerade geköppt. Und ja, er explodiert. Ich könnte ihn noch weiter explodieren lassen jetzt. Oh, das wäre so eine Genugtuung. No! It's not possible! I'm not replied! I can't destroy it by you! Nein, das kann nicht sein! Das ist unmöglich! Ich kann nicht von dir zerstört werden! Warum X? Why X? Why have you done this to us? To us? X, warum hast du das uns angetan? Wieso? Without the humans, my replied brothers could have ushered a new age. Ja. Ohne die Menschen. What? Was? Ich weiß gerade nicht, was replied heißt. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Meine Brüder werden ein neues Zeitalter einläuten. Ich schon meine Brüder, weißt du. Ja, da geht die Sigma-Festung auch schon unter. Wir stehen auf einer Klippe, beobachten das ganze Schauspiel. Da explodiert wieder alles, wie es im Mega Man so üblich ist. Alles explodiert. Fantastisch. The war has ended. For now. And peace has been restored. But those who sacrificed themselves for the victory will never return. Also der erste Abschnitt gilt Zero, weil er sich quasi geopfert hat, damit ja Frieden wieder herrscht und der Sieg auf unserer Seite ist und wir Sigma zerstören konnten. X housed. X gazed at the destruction he helped, cause he wonders why they chose to fight. Was there another way? Standing on the cliff, the answer seems to escape him. He only knows that he'll fight the Mavericks again before he finds his answer. Ja, er wundert sich, warum er doch sich dazu entschieden hatte zu kämpfen und... Dann stand er an der Klippe und die Antwort war ihm klar. Er muss weiter nach Antworten suchen und die Mavericks, also die Bosse, die Handlanger von Sigma besiegen. How long will he keep to fighting? How long will his pain last? Maybe only the X-Buster on his hand knows for sure. Ja, wie lange wird er noch kämpfen? Wie lange wird sein Schmerz noch anhalten, der Verlust von Zero und ja, das Einzige, was er sicher weiß, ist, dass sein Blaster ihm stets treu zur Seite stehen wird. Ja, Freunde, das war's. Das war mein allererstes Let's Play mit Mega Man X. Mega Man rennt jetzt hier durch die Stadt und da laufen die Credits durch. Ja, die Credits könnt ihr euch gerne durchlesen. Werde ich jetzt nicht vorlesen, weil das rusht ein bisschen zu schnell durch. Ja, noch ein paar abschließende Worte. Ich habe schon gemerkt, dass mein Sound so ein bisschen von Video zu Video unterschiedlich ist. Das liegt einfach daran, dass ich mit der Aufnahmesoftware noch nicht so vertraut bin. Aber da werde ich mich damit noch ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ja. Ich muss sagen, Hut ab für schon ein paar Likes. Es sind nicht viele, aber ich hoffe, es werden noch ein paar. Ja, Kommentare sind auch noch eingegangen.
Das freut mich sehr. Also, sowohl, ja, auch 2 Abonnenten bisher. Ist jetzt auch nicht die Welt, aber jeder fängt mal klein an. So, ich habe mich dazu entschieden, die Mega Man-Reihe fortzuführen, weil mir hat es doch recht Spaß gemacht, mal wieder in Mega Man X reinzufummeln, die ganzen Bosse nochmal wieder zu sehen, das, ja, das Finale mit Sigma und den schmerzvollen Abschied von Zero. Ja, das war schon eine sehr, sehr schlimme Szene. Weil Zero ist ja quasi so die bessere Hälfte, beziehungsweise ich würde auch fast schon sagen, der Mentor von Mega Man. Ja, Mega Man X ist ja quasi eine andere Version von dem eigentlichen Mega Man aus dem Ur-NES, beziehungsweise aus dem Mega Man Gameboy-Spielen aus den 80ern. Ja, also hat eine lange Tradition, ist ein zeitloser Klassiker meiner Meinung nach. Und ja, da ist er nochmal, Sigma. Mhm. Und als letztes Zero. Ja, rest in peace, mein Freund. Ja, da kriege ich auch noch so ein bisschen Gänsehaut. Mega Man verabschiedet sich jetzt auch noch, macht sich auf den Weg. Und ja, wir haben wieder Frieden in die Welt gebracht. Ja, und wir als Mega Man X. Ja, das war's mit dem Let's Play und ich danke euch fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns noch in anderen Let's Play Projekten von mir. Bleibt am Ball. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Abonniert gerne meinen Kanal für weitere Let's Plays und haut rein. War mir eine Ehre. Macht's gut. Ich lasse die Credits hier noch durchlaufen und ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.